Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Videotutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. In der heutigen Folge wollen wir uns mal das Freeform von Premiere Pro anschauen und wie wir es für unser Storyboard nutzen können. Los geht's wie immer nach dem Intro. Nun, wo finde ich dieses Freeform? Ich habe jetzt hier drüben einmal meine Videos importiert und ich habe hier die Listenansicht, daneben habe ich hier die Ansicht von den einzelnen Clips und dann eben das dritte hier ist dieses Freeform. Ich habe jetzt das hier noch ein wenig klein, ich kann das hier größer ziehen, so. Dann sehe ich hier meine Videos etwas besser. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, zum einen hier das abzuspielen und dann hier entsprechend meine In- und Out-Points zu setzen. Und ich kann jetzt hier auch, zum Beispiel möchte ich jetzt diese Clips mal hier, dieses Trio hier, die Landschaftsaufnahmen hier so zu einem Clip zusammensetzen. Dann kann ich die mal hier markieren und so gemeinsam verschieben. Und wenn ich das hier so markiere, sagen ich jetzt sagen, ja, dieser Clip hier gefällt mir sehr gut, das ist mein Hauptclip, dann kann ich hier unten sagen Clipgröße, ich mache den mal, lasse den mal mittel, das hier ist so ein bisschen B-Roll-Material, hier sage ich, die Clipgröße soll klein sein, das hier ist auch B-Roll, das kann ich auch mal auf klein setzen, hier auch noch, das hier auch auf klein, so. Und dann schieben wir die mal hier zusammen, so. Und dann habe ich hier mal so eine Art Storyboard. Ich kann dann hier oben zum Beispiel diese Clips hier so umsortieren. Und dann sagen, ja, das soll mir mal alles hier am Raster aus. Ich möchte die mal am Raster ausrichten nach Dauer zum Beispiel, nach Medientyp oder Videodauer zum Beispiel, so, dann werden wir die hier so rumsortiert, dann ist hier das längste zuvorderst und das kürzeste zu hinterst und dann kann ich sagen, ja, ich möchte jetzt diese hier hinten ansetzen, aha, jetzt müssen wir das hier noch ein wenig schieben nach rechts, so. Und wir schieben diese hier hin und jetzt ist das hier zum Beispiel mein Hauptclip und das hier soll auch wieder klein werden, so, und das hier klein, so. Dann habe ich hier mal diese zwei Videos, die gehören hier zusammen und das hier noch hier dazu und das hier und die beiden kann ich hier nach unten schieben. So kann ich hier meine Clips sortieren und mir ein Storyboard hier zum Beispiel so erstellen und dann das Ganze so in die Timeline schicken und dann sagen neue Sequenz aus Clip. Dann werden mir diese Videos hier so entsprechend dem, was ich hier sortiert habe, in meine Timeline gesetzt. Wie gesagt, ich kann hier das Video anschauen und hier auch gleich meine In- und Out-Points setzen mit I und O. Und wenn ich das Ganze hier so abspeichern will, kann ich hier auch klicken und sagen, als neues Layout speichern, zum Beispiel hier Storyboard. Dann kann ich das hier speichern, so. Dann kann ich hier sagen, ich will das Ganze wieder zurücksetzen. Ich kann die jetzt hier zum Beispiel wieder wollen wir mal nach Mediendauer umsortieren, dann werden wir alle wieder umsortiert. Wenn ich dann das wieder zurücksetzen will, kann ich hier wieder draufklicken, zack, und schon habe ich wieder mein Storyboard von vorhin. So kann ich hier individuell mit dieser neuen Ansicht hier
in Premiere Pro CC arbeiten. Weitere Einstellungsmöglichkeiten finde ich hier oben auf diese drei Striche klicke mit der rechten Maustaste. Dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen ebenfalls zu speichern. Ich kann hier das als neue Ansichtsvorgabe speichern. Nennen wir das mal hier Storyboard. So. Eine weitere Möglichkeit hier, seht ihr hier, ist Violett, diese Markierung. Die kann ich hier auch, indem ich hier draufklicke auf Freiform Ansichtsoption, kann ich hier die Etikettenfarbe oder die Badges, das ist hier dieser Ton, das ausblenden. So, dann sieht das hier ein wenig übersichtlicher aus. Wenn ich das hier wieder mein Layout Storyboard herstellen will, drücke ich hier wieder drauf und schon ist mein Layout wieder hergestellt. Und ich kann jetzt hier oben die Freiform-Einstellungen, die Etiketten und die Badges wieder einblenden. So, dann habe ich das hier wieder drin. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Überblick hier gefallen und weitergeholfen. Und ihr versteht jetzt ein wenig besser, wie man dieses Freiform-Ansicht hier in Premiere Pro für sein Storyboard zu erstellen nutzen kann. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr hier oben meinen Kanal abonniert. Dann verpasst ihr sicher kein weiteres Video mehr hier auf meinem Kanal. Wir sehen uns dann sicher wieder in einer Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, seid kreativ und bis bald. Tschüss!